Die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH ist erfolgreiches Mitglied im weltgrößten Stahlkonzern und trägt eine besondere Verantwortung für die Entwicklung einer chancenreichen Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Ländern. Der technologische Prozess der Produktion von hochwertigem, veredeltem Qualitätsstahl beginnt in der Erzvorbereitung. Hier werden Eisenerze und Zuschlagstoffe aufbereitet und zwischengelagert. In der Sinteranlage wird die Mischung aus angefeuchtetem Feinerz mit den erforderlichen Zuschlägen zu einem Agglomerat verarbeitet, das wegen seiner hohen Gasdurchlässigkeit und guten Reduzierbarkeit für den direkten Hochofeneinsatz geeignet ist. Alle Abläufe im Verhüttungsprozess werden mittels eines Leitsystems gesteuert und überwacht. Modernste technische Einrichtungen garantieren dabei einen höchstmöglichen Umweltschutz. Nach dem Abstich läuft das flüssige Roheisen in fahrbare Rohrpfannen. Sie dienen dem Schienentransport mit der Werkbahn zur Weiterverarbeitung im Konverterstahlwerk. Es verfügt über 2 LD-Konverter und die erforderlichen Anlagen der Sekundärmetallurgie zur Erzeugung spezieller Stahlmarken mit besonderen Güten. Zur weiteren Verarbeitung muss der Stahl in geeignete Formen gebracht werden. Im KSW wird dazu das kontinuierliche Vergießen auf Brammenstrang- und Vorblockgießanlagen genutzt. Hier erfolgt die Trennung eines Stranges in Brammen, die zum Teil im Direkteinsatz über einen Rollgang ins Warmwalzwerk gelangen. Dort passieren sie zunächst den erdgasbeheizten Hubbalkenofen. Danach durchlaufen sie die Vorstraße, deren Kernstück ein Quarto-Reversiergerüst ist. Vor dem Einzug in die Fertigstraße wird das Band in der Coilbox dornlos aufgewickelt. Dieses Verfahren vermindert die Abkühlung. Die Fertigstraße, eine fünfgerüstige Anlage, walzt das Band in unterschiedlichen Breiten auf Dicken von 1,5 bis 6,0 mm. Die vollautomatischen Prozesse bedürfen eines komplizierten Systems der Steuer- und Regeltechnik. Die Vernetzung aller Produktionsbereiche gestattet die betriebsinterne Verfügbarkeit relevanter Daten der einzelnen Werke und Anlagen. Aus dem Verladebereich der Warmwalzstrecke werden die Bunde mit der Werkbahn ins Kaltwalzwerk gebracht. Für das Auswalzen auf die vom Finalproduzenten benötigten Dicken verfügt das Werk über 2 Kaltwalzstraßen. Hier das Quarto-Tandem. Es reduziert das Band mittels der 4 Gerüste in einem Durchlauf auf die vom Kunden gewünschten Maße. Zur nachfolgenden Wärmebehandlung dienen 62 Hochkonvektionsglühplätze. Damit das rekristallisierend geglühte Band spezielle Anforderungen der weiterverarbeitenden Industrie erfüllt, ist noch ein Dressierprozess erforderlich. In der Biege-Streck-Richtanlage werden besondere Ansprüche an die Bandebenheit realisiert, wie sie vornehmlich in der Autoindustrie gefragt sind. Steigender Anspruch an den Korrosionsschutz führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Produkten mit schützenden und zugleich auch dekorativen Überzügen. Dem Werk stehen dafür 2 Verzinkungs- und eine Kunststoffbeschichtungsanlage zur Verfügung. Hier der Einlaufbereich der Verzinkungsanlage 2, die 1999 in Betrieb ging. Der Einlaufspeicher mit einem Bandvolumen von 402 Metern garantiert eine kontinuierliche Bandgeschwindigkeit. Die Feuerverzinkungsanlage 2 ist eine Vertikalanlage, das heißt in den Speichern und im Glühofen wird das Band in vertikalen Schlingen geführt. Mit dieser Anlagenkonstruktion und den Zusatzeinrichtungen wie chemische Bandreinigung, Galvanilingofen und der automatischen Oberflächeninspektionstechnik ist sie vornehmlich für die Anforderungen der Automobilindustrie ausgelegt. In den Auslaufbereich ist eine Inspektionskabine integriert für eine abschließende visuelle Kontrolle der Bandober- und Unterseiten. Der letzte Arbeitsbereich ist die Konfektionierung, insbesondere die Bereitstellung der von den Firmen georderten Längen- und Breitenabmessungen. Nach der Identitätskennzeichnung erfolgt der Versand. Den größten Anteil hochqualitativer Bleche beansprucht die Autofabrikation. Weitere Abnehmer sind vornehmlich Haushaltsgerätehersteller und Bauindustrie. Denn die anerkannte Qualität der Erzeugnisse und die vorausschauende flexible Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes machen die ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH zu einem geschätzten Partner für Kunden in aller Welt.